Moin und willkommen zu Sandelsüchtig. Ja, ich stehe hier gerade schön ohne Wind und ohne externes Mikrofon, denn meine Kameracrew, die ja sonst immer für alles sorgt, hat die SD-Karte vergessen. Heute wollen wir nochmal eine Nachsuche machen, und zwar da hinten, wo die ganzen Münzen und das Abzeichen kamen, nochmal mit dem Simplex und gucken, ob wir da noch ein bisschen rauskitzeln können. Könnte sein, dass ich nachher noch ein bisschen im Dunkeln laufe, denn ein Freund von mir wollte auch noch dazu stoßen nachher. Und ja, ich würde sagen, es bleibt spannend. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir legen los. Ja, da geht's aber schon recht schnell los. Hier vorne. Ja, 45er wackelt ein bisschen hin und her. Waren gestern die Zinker, glaube ich, auf dem Bereich. Ich bin jetzt noch recht nah an der Straße dran. Kann jetzt. Aha, ich sehe sie schon. Da, gleich rausgeplumpst. Der erste Pfennig. Ja, geht gut los. Erstes Loch, erste Münze. Der Simplex ist willig. Also, guckt mal, wie geil das ist, ne? Und viele vergessen ja wirklich, dass das Hobby auch was mit Spannung und Beruhigung und Entspannung zu tun hat. Denn für mich tatsächlich gibt es nichts Geileres, als jetzt hier draußen rumzurennen. Es ist super angenehm zu laufen. Sonne geht da hinten gerade unter. Und einfach mal die Ruhe zu genießen. So, erste Münze, weiter geht's. Geht weiter. 66, 69 kamen gestern die dünne Kupfermünze rein. Also für euch ist das ja immer ein bisschen zeitversetzt. Im letzten Video, sagen wir es mal so. Gucken wir uns das mal an. Sieht schon irgendwer irgendwas? Ihr dürft mal raten. Achso, hier die Geschichte. So. Hier oben drin. Ein Stück Alu. Diese blöden Hütchen, die finde ich hier öfter drauf. So eine Kacke. Ja, ihr wisst, so bei manchen Sachen habe ich echt keine Ahnung. Erinnert mich stark an den Ladestreifen. Die sahen auch so aus, aber ich weiß nicht, ob die da Löcher drin hatten. Naja, das nehmen wir mal mit. Wir haben jetzt wieder einen 88er. Der letzte 88er, 90er war das hier. Das heißt, wir gucken mal, ob es jetzt auch wieder was Doofes ist. Am Anfang bin ich immer gleich ausgerastet, da habe ich gesagt, boah, hier, jetzt kommen die fetten Silbernen. Die kommen ja tatsächlich auch da oben rein, aber in der Regel eher nicht. Also 87. Der dicke Regenwurm ist auch wieder da. Ich glaube, ich habe ihn durchgeschnitten. Na, Alu. Hupp. Muss man gar nicht lange suchen. Jo, dieser junge Herr wollte mich gerade kontrollieren. Nein. Den Sven kennt ihr auch aus dem letzten Video, was ich bis jetzt eigentlich noch nicht geschnitten habe, aber was ich bestimmt schon vorher gesehen habe. Und, weil das hat ja mit dem Sven nicht so geklappt, warte mal. Denn der wollte schon immer mal eine kleine Münze haben. Und ich habe ja die erste gefunden, die habt ihr schon gesehen, aber er noch nicht. So, das ist... Wie geil ist das denn? Das ist eine Kaiserreichmünze. Schön. Siehst du? Sehr schön. Jetzt hast du eine. Jetzt bin ich stolzer Besitzer einer Münze. Siehst du. So, wir machen jetzt Arbeitsteilung. Es war ein 35er Leitwert. Und damit Sven nicht langweilig wird, darf er damit den Pinpointer mal suchen. Ein bisschen Müll gefunden, würde ich sagen. Siehst du? Und du hast gerade gesagt, es wird Gold sein. Das ist, ich glaube, da irgendwo. Das ist auf jeden ist Fall. Noch drin? Hast du ihn wieder angemacht? Ja. Ist noch an. Da kommt was. Ich hätte jetzt auch Blei oder so getippt. Da ist was drin. Ist trotzdem Müll. Oh, guck mal, jetzt wird's schön. Jetzt, wenn die Sonne so ein bisschen... Oh. Oh, richtig romantisch. Mach keinen Scheiß! Wie ihr sehen könnt, so ein bisschen dämmert schon. Aber es ist richtig cool. Also bis jetzt kam eigentlich nichts Vernünftiges. Jetzt haben wir Mitte 70er gehabt. Das ist wahrscheinlich auch wieder Schrott. Oder? Ah, die ist Farbe. Irgendwas Altes. Ja, die Farbe. Man kratzt mal nicht dran rum.
Obwohl, es ist zu leicht. Es ist super leicht. Ich habe erst gedacht, das ist ein Gussrest. Nehmen wir mal mit. Aber die Verfärbung hier vorne. Ja, ja, die Spitze, das ist, ne? Schon. Aber ich glaube, das ist. Guck mal. Ein kleiner Pin. Natürlich aus Vollgold. Sven hat gesagt, es ist kein Gold. Es ist Gold. Cool. Aber das ist doch niedlich. Siehst du, ich sag ja, vielleicht sind die hier. Ja. Haben hier Pause gemacht. Hätte ich noch nicht. Ich sehe sie, glaube ich. Wir hatten einen relativ hohen Leitwert. Du hast sie echt noch nicht gesehen? Nein. Guck mal unter deinem Pinpointer. Ich seh, also ich sehe zumindest was Großes, Rundes. Das sieht zumindest von hier so aus. Hier. Ja, Wahnsinn. Es ist kein Silber, es ist sich Regen bringt Segen. Was ist das? Eine Münze. Okay. 50, was auch immer. 50 Pfennig. Cool, ne? Die finde ich tatsächlich öfter. Die darfst du auch behalten. Die schenke ich dir. Dann machst du die schön sauber. Die kannst du auch nicht kaputt machen. Nee? Nee. Weil das Silber ist. Nee, weil das ist Alu. Alu? Ja. Wie alt ist sowas? Steht drauf. Musst du mal putzen. Oh, dieses Putzen. Dieses Putzen. Cool. Das habe ich meine Frau. Ja, dann gibst du die deiner Frau. Das sage ich ihr. Die muss den Kanal Sonnelsüchtig abonnieren. Das kriegen wir hin. Warte, ich bin. Ich glaube, die hat noch nicht mal einen YouTube-Account. So, komm her hier. Ich hab hier. Das ist irgendwas mit 1900. Ist da nur Wasser drin? Oder? Nö. Riech mal dran. Das ist Pipi. Mann, bist du eklig. Nein, das ist. Also hat ein Freund von uns entwickelt. Okay. Reinigungszeug. Also die kannst du wirklich mal nicht kaputt machen. Außer du gehst mit dem Dremel bei. Das kriegen wir hin. Ja, die sind eigentlich schön. 1922. Siehst du? Ja, dann wollen wir einmal mit der Fundzusammenfassung das Video abschließen, auch wenn es recht kurz war. Wir waren jetzt knapp 2 Stunden. Das heißt, ja, es sind 2 Musketenkugeln gekommen. Einen Zinker. Ja, Arsenbronzeknopf, den kennt ihr ja. Das ist jetzt die Münze, die ich verschenkt habe, aber jetzt nicht die, die er hat, sondern halt ja, eine gleiche aus dem Kaiserreich. Das ist ein Alubrocken mit Alufraß, also ja, nichts Historisches. Eine Plombe, die kommen ja öfter. Der vermutliche Ladestreifen. Mein Leuchtturm. Irgendwie ist ja cool. Wie gesagt, ist natürlich Vollgold und ganz wertvoll, denn wir finden ja nur Schätze. Und für viele, die von euch die 50 Pfennig nicht kennen, habe ich mal die gleichen nochmal rausgesucht. Also so sehen die aus. Die sind aus Aluminium, 50 Pfennig. 1921 sind diese jetzt und die, die ich Sven geschenkt habe, sind halt ähnlich, halt anderes Jahrgang. Super leichte Münze, kriegt man ganz toll sauber und findet man tatsächlich öfter bei uns. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde euch hier nochmal ein schönes Video verlinken vom Simplex und wenn ihr Bock habt, abonniert hier den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, immer sonnelsüchtig bleiben und allzeit gut Fund.